Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch und ich freue mich, dass heute wieder der Markus Kutscheba die Zeit gefunden hat, dass wir uns über die aktuellen Tendenzen im Zeitgeschehen unterhalten. Servus Markus. Servus, Oliver. Du bist ja Coach, du bist Autor, und bist immer, wie es scheint, immer 100% unter Strom. Und da freut es mich natürlich, dass du die Zeit, wie gesagt, gefunden hast, dass wir uns heute unterhalten. Ja, du, ich freue mich sehr, weil man weiß ja bei uns nie, was passiert. Und das ist ja spannend. Das stimmt, wir haben definitiv immer das Moment der Überraschung dabei. Und das ist ja immer das Interessante. Warum wir auf das Gespräch gekommen sind, wir haben ja uns unterhalten, dass du spürst, dass bei dir in deiner Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten, und ich spüre es ja auch, dass sich einfach eine Zeitenwende anbahnt. Und über das Astrologische kann man das auch so ein bisschen feststellen und beobachten. Und jetzt habe ich mir gedacht, wo jetzt das Zeichen Zwilling, das ja für Kommunikation, für Austausch, für Interesse steht, da ist ein großer Planet, nämlich der Jupiter, jetzt reingekommen, Ende Mai, und der bleibt für ein Jahr da drinnen. Ja. Habe ich mir gedacht, das passt ja mit einem Kommunikationsexperten, einem Verkaufstrainer, da auch noch einmal zu reden drüber, ob du da Veränderungen wahrnehmen kannst, auch am Markt, oder auch Bedürfnisse wahrnehmen kannst, die sich da ergeben. Und ich werde jetzt kurz mal noch einleiten. Also der Jupiter an sich ist ja eigentlich ein Glücksplanet, ist ein Vergrößerer. Ja? Im negativsten Sinne ist es natürlich auch der Vergrößerer des Körpers. Wenn der eine blöde Disposition hat, nimmt man unter Jupiter Einflüsse ganz gerne zu. Und das ist auch jemand, der sehr grundsätzlich gute Fügungen verursachen will. Also der möchte Dinge fügen, Dinge zusammensetzen, aber übernimmt sich dabei auch manchmal so dieser Jupiter-Typ, und das im Zeichen von Kommunikation, wo ich mir denke, wir sind in einem Zeitalter, wo eben die alternativen Medien, wo das Handy immer wichtiger wird, wo alles immer schneller wird, wo wir mit KI auch übertriebene Welten erschaffen können, wo einfach die Anforderungen auch technisch oft ganz anders werden. Und das begleitet uns jetzt noch einmal ein Jahr, diese Vergrößerung in der Kommunikation und auch natürlich ein bisschen dieses sich vielleicht auch ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich ist, ja, was ja natürlich über Social Media, und wir haben Wahljahr, ja auch natürlich interessant ist. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, hast du was bemerkt jetzt bei deinen Coachings, bei deinen Kursen, Seminaren, die du gibst, dass sich da Anforderungen ändern? Naja, es ist die letzten 3, 4, 5 Jahre alles im Wandel. Und ich stelle mir diese Frage selber und manchmal denke ich mir, irgendwie machen wir Rückschritte und irgendwie weiß ich nicht, wo es hingeht. Wenn ich aber meine Seminaranforderungen, also meine Auftraggeber, wenn ich denen genau zuhöre, dann wissen die selber nicht genau, was die wollen. Und ich kann halt zwei Sachen beobachten. Das eine sind die Seminarteilnehmer. Ich mache ja 3, 4 Mal die Woche Seminare in Firmen. Und da ist es sehr auffällig, dass die immer so mit dem Selbstwert zu tun haben, mit dem Selbstvertrauen, mit diesem Selbstbewusstsein. Wer bin ich überhaupt? Traue ich mir das zu? Und daraus entwickelt sich immer eine Preisdiskussion. Also, dass der Kunde dann sagt, das ist ihm zu teuer. Ja? Jetzt sagt der Kunde das, weil das vom Markt her so ist, weil die Konjunktur vielleicht schlecht ist, oder sagt der Kunde das, weil der Verkäufer das ausstrahlt. Ja? Beides natürlich. Ich bin halt dazu da, dem Verkäufer oder dem Geschäftsmann, den so zu unterstützen, dass der selbstbewusster wird, sich seiner selbst bewusst wird. Ja? Also das ist das eine. Und das andere ist, die Auftraggeber sagen immer, ja, also früher waren sie immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir müssen irgendwie mehr verkaufen. Ja? Und das ändert sich komplett. So nach dem Motto, na, die Verkaufszahlen passen eigentlich eh. Wir haben eher interne Schwierigkeiten. Also Team-Themen, Kommunikationsthemen, Konfliktthemen, Kommunikationsthemen. Also anscheinend reden die Menschen in den Firmen komplett aneinander vorbei. Und ich glaube, das ändert sich. Und die Lösung ist halt, ja, ich würde sagen, keine Schmähs mehr erlauben, weder als Chefs, noch als Teilnehmer, noch als Vater, noch als Mutter, noch als Kollege. Die Zeiten der Schmähs und die Zeiten des Übertünchens sind einfach vorbei.
Das heißt, es geht darum, dass man authentisch ist, dass man so ist, wie man ist und das sich traut, nach außen zu bringen. Und wenn dann, wie du sagst, der Jupiter, ich meine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, für mich ist das immer sehr, sehr theoretisch. Ich versuche eher dann immer zu übersetzen, wie kann ich das jetzt umsetzen? Und wenn dann du sagst, das ist quasi der Jupiter, der das nach außen bringt, dann wäre schon toll, das Innerste, das Wahrhaftige, das Authentische nach außen bringen. Und da keine Schmähs. Das heute glaube ich nicht. Wenn man so tut, als ob, oder wenn man so tut, als mehr tut, wie du sagst, als man ist. Ich glaube, das heute nicht lang. Ja, das ist was Interessantes, was du sagst, eben dieses authentisch sein und dass man eigentlich, dass sich Leute nicht mehr so anlügen können. Und ich habe vor 30 Jahren, wie ich gestartet habe mit diesen ganzen medialen Ausbildungen, da habe ich gelernt, es kommt die Zeit, ja, so in der Zukunft, wo sich die Menschen nicht mehr anlügen können. Also das hat immer meine Trainerin damals auch gesagt. Die hat immer gesagt, na, das kommt und da werdet ihr merken, da können wir nicht mehr lügen. Das ist ein Zeichen von dieser Wassermannzeit, von dieser neuen bewegten Zeit. Ja. Und da finde ich das jetzt interessant, was du sagst. Und ich merke es ja auch, dass man sofort merkt, irgendwo ist da wer authentisch oder nicht. Und bevor man dann vielleicht flunkert oder Halbwahrheiten sagt, fallen diese Leute eigentlich auch weg. So jetzt privat bemerke ich es jetzt auch. Ja. Oder auch Klienten, die dann, was weiß ich, die dann aus irgendeinem Vorwand einen Termin verschieben, die dann gar nicht mehr kommen. Also das habe ich ganz massiv jetzt geballter in dieser Zeit. Also in letzter Zeit merke ich Ja, das. ich glaube das und für mich gibt es immer, ich bin sehr extrem in meinen Ansichten. Das hat mir immer geholfen, das Schwarz und das Weiß, obwohl ich weiß, dass es viele Grauzonen gibt, aber mir hat das immer sehr viel geholfen oder hilft es jetzt, dass ich sage, okay, es gibt dann einfach nur zwei Wege. Entweder du bist in dieser Rollenmatrix, in dieser Systemmatrix, in dieser Geldmatrix, in dieser Impfmatrix, in diesen ganzen Systemen, die auch ihre Berechtigung haben für manche Leute, oder du bist halt außerhalb von diesem System und das ist vielleicht anstrengender, das ist vielleicht ein bisschen freakiger, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist definitiv freier. Und für mich gibt es einfach nur ich schaue immer, bin jetzt im System oder außerhalb im System. Und je nachdem, wo ich bin, muss ich halt schauen, wie ich dann da zurechtkomme. Und Es ist, ja, ja, entschuldige, ja. nein, nein. Ja, man kann ja im System eigentlich, also man ist ja irgendwo immer Teil dieses Systems, man kommt ja nicht hundertprozentig raus, aber in der Authentizität zu sagen, ich entscheide das und das bedeutet ja auch, ich trage auch die Konsequenzen für meine Entscheidungen. Ne? Das ist ja das, was einen Erwachsenen ausmacht. Also nämlich sage ich sage, ich entscheide mich, eine medizinische Anwendung abzulehnen, ja, und habe dann zumindest nicht die Gefahr, dass ich eventuell mit Nebenwirkungen konfrontiert werde, ja, dass ich sterbe nicht am Heilmittel. Oder ja, ich gehe halt dann das Risiko ein, dass, wenn es nicht so ist, dass es halt womöglich dann ja, medizinische Konsequenzen oder gesundheitliche Konsequenzen gibt. Aber dieses 100%, also dieses in diesen Kontrasten denken, diesem ganz hell, ganz dunkel und jetzt nicht wertend, hell ist gut und dunkel ist böse, also dass man das unterscheiden kann und sagen kann, okay, wo positioniere ich mich? Und du ja sagst, okay, ich bin da, ich versuche mich so gut es geht, 100% selbst zu leben. Habe ich das so richtig jetzt einmal verstanden von deiner Seite her? Ja, und mir selber treu zu sein. Also was immer das auch bedeutet, aber mir selber zuzutrauen und mir selber die Treue zu erweisen, wenn ich sage, ich entscheide mich für A, dann mache ich nicht B, sondern ich entscheide mich für das, weil sich das für mich besser anfühlt. Und dann diese Konsequenz zu leben und, wie du sagst, diese Verantwortung zu übernehmen. Und die Verantwortung, ich sehe sehr viele Menschen, die einfach verantwortungslos mit ihrem Leben umgehen, sehr viele Unternehmer, die verantwortungslos umgehen. Verantwortungslos heißt für mich, keine Entscheidung zu treffen, einfach nichts zu tun. Das ist verantwortungslos. Oder zum Beispiel, sie haben Angst vor der Konsequenz, Angst vor der Verantwortung. Und das sehe ich schon. Also Entscheidungen in Firmen werden verschleppt und verschleppt und verschleppt. Das ist irre. Und es wird alles sehr kurzfristig. Also das ist auch mir aufgefallen. Es wird alles so kurzfristig. Ich habe Seminaranfragen, normalerweise im Oktober mache ich mein Jahr dicht fürs nächste Jahr. Also das ist sehr langfristig, mein Geschäft. Halbes Jahr im Vorhinein, Jahr im Vorhinein, 1,5 Jahre im Vorhinein. Und jetzt ruft mir einer zum Beispiel heute an und sagt, ja, in 2 Wochen.
In 2 Wochen wieder was machen. Und ich schaue in den Kalender, ja, geht, zufällig. Ja. Das war früher nicht so. Die Leute sagen ab, die Leute schieben. Es ist sehr, sehr, ja, es tut sich viel. Und ich finde es cool. Es ist aber nicht jedermanns Sache, weil die, sicher ist es nicht. Ja. Also Ja. mit Sicherheit hat das alles nichts zu tun. Ja, genau. Also die Und Planbarkeit. ich, Ja, ja, klar. Ja. es ist nichts planbar. Du weißt nicht, was morgen ist. Und ich finde das cool. Und du musst dich halt immer entscheiden. Also meine Frau und ich, wir fragen uns oft, willst du sicher sein oder willst du frei sein? Das sind zwei, das ist dann eben diese Kontraste, diese Kontradiktionen, dieses Schräge, nicht? Weil am Ende des Tages musst du dich für diese Sachen entscheiden. Als Unternehmer, als Familie, als Schöpfer, als Verkäufer, als Produzent, ist immer das Gleiche, nicht? Willst du frei sein oder willst du dich sicher fühlen? Und sehr viele wollen sich sicher fühlen, merken aber nicht, dass das einfach mit sehr, sehr vielen Fesseln verbunden ist. Also Regierungen werden jetzt umgewälzt, Geldsysteme werden umgewälzt, Gesundheit wird umgewälzt, Wetter wird umgewälzt, Klima wird umgewälzt. Es ist alles, ich kann das alles nicht verstehen vom Intellekt her, aber ich kann spüren, was ich will. Ich will eigentlich nur frei sein. Deswegen bin ich da sehr positiv, weil weißt du, Freiheit passiert ja im Kopf. Wie kann man da quasi, mir kann man nicht an. Ja, es ist ja dieses so, wenn, solange man sich also dann in diese Pseudosicherheit zurückzieht, das ist auch dieses, das ist das, was dem Zeitgeist absolut widerspricht, ist der Materialismus. Also ist dieses Feststecken in dem, das ist meins, das bleibt meins und das wird auch weitergereicht. Also das klassisch österreichische, das Haus geht an die Kinder und so weiter oder solche Sachen, Ja. das fällt ja komplett weg und ist auch nicht mehr haltbar, also ganz schwer. Und man merkt das einfach auch, dass dann. Auch wenn man das Bild der Lebensenergie nimmt, wenn ich Leute habe, die eben da sehr an in diesem alten Denken so drin hängen, da geht die Energie irrsinnig zurück. Ja? Also die erschöpfen sich da total. Und da ist dann auch oft gar keine Kraft da, so in diese Freiheit, wie es das du jetzt so nennst, so zu starten. Weil die einfach dann schon so reduziert sind und die Ängste werden ja größer, wenn das Energiefeld sinkt, Angst wird größer, ne? Also die Symptomatik wird größer. Und dann ist da oft gar keine Veränderungskraft mehr da. Oder man hat das Gefühl, man wird eigentlich gewarnt, sich zu verändern. Aber dieses Freisein, diese Freiheit bietet natürlich auch die Möglichkeit, dann Strömungen des Zeitgeists besser wahrzunehmen und da auch fast wie beim Surfen so ein bisschen so auf den Wellen dahin zu tanzen. Ne? Ja. Was ist denn der Zeitgeist laut deinen astrologischen Informationen? Naja, es ist halt, wie gesagt, wir sind ja, das ist ja das Schwierige, wir sind in Zeiten eigentlich wie zur Französischen Revolution, wenn man es jetzt einmal historisch betrachtet, rein von den langsamen Konstellationen, also von den Schicksalsplaneten, wie die stehen auch. Und das ist natürlich diese Umbruchzeit, die wir sehen. Wir haben auf der einen Seite diesen industriellen Aufschwung, diese industrielle Revolution über diese KI und diese Hochtechnologie, wo man sagt, da wird vieles neu, da wird vieles ersetzt, ähnlich wie das Fließband damals halt quasi die Fabriksarbeit verändert hat oder die Dampfmaschine natürlich auch den Transport verändert hat und auch die Produktion. Also das ist ein großer Teil, wo wir wahrscheinlich noch nicht einmal hindenken können, wie integriert sich so diese ganze Technologie, wo geht das hin, das ist das eine. Das andere ist natürlich diese enorme soziale Unruhe, die wir haben. Also wir haben ja eine gespaltene Gesellschaft. Ich denke, das braucht man nicht wegdiskutieren. Also dass sich das getrennt hat in den letzten Jahren, wie die Spreu vom Weizen, das ist, denke ich, sichtbar. Und ich sehe es auch bei mir in den Beratungen. Manche Leute sagen, ja, was hast du denn jetzt mit dieser Covid-Zeit immer? Das war doch überhaupt nicht schlimm und manche sagen, das war das Schlimmste der Welt. Also das ist wirklich eine ganz individuelle Krise gewesen, die Leute ganz individuell geprägt hat und zu ganz individuellen Schlussfolgerungen wieder führt. Und wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt vom Astrologischen diesen Pluto, diesen großen Transformator, der jetzt in das Wassermannzeichen eingetaucht ist oder beziehungsweise jetzt wandert er gerade zurück noch einmal und im November ist er dann fix drinnen im Wassermann.
Das heißt, da werden wir noch einmal erleben. Also da bin ich ja gespannt, weil da werden wir sicher, also vom Finanziellen her bin ich da gespannt, ob wir da noch einmal was mit Bankencrash und sowas erleben. Das ist so meine Prognose für den November rein, weil da diese Themen nochmal hochgespült werden. Aber werden wir sehen. Aber wir haben quasi dieser fast, ich möchte fast sagen, Zwang zur Freiheit, um das einmal negativ zu sehen, was wir vorher positiv gedeutet haben, nämlich dieses, du kannst alles sein, alles ist möglich, ja, du kannst jedes Geschlecht sein, was du machen möchtest, du kannst im Prinzip theoretisch alles sein und dich auch zu allem, ja, wie du sagst, eigentlich auch so machen, ne, über Filter online können wir uns jünger machen, ja, wir können uns jetzt mit einem faken Hintergrund in den Privatchat setzen und sagen, ja, wir leben da High Life, also wir können eigentlich ganz viel auch uns vorgaukeln in dieser Zeit. Aber es ist eigentlich so auch dieses Zerbrechen von alten Strukturen, also Großparteien auch, so wenn man es politisch sieht, zum Beispiel große alte Parteien, da splittern sie sich auf, also die Agenden splittern sich auf und es wird mehrere eher Splittergruppen geben. Und ich denke, es ist auch eine Anforderung der Zeit, dass wir uns, ich nenne es jetzt einmal, einen Stamm, eine Familie, ein Milieu suchen, das dann mit der eigenen Gesinnung zusammenpasst. Und da wird es einfach mehr, also diese Gruppen werden, denke ich, noch einmal deutlicher. Ja, und das wird sich auch noch einmal mehr spalten. Im Idealfall wäre das natürlich dann ein positiver Dialog zwischen den Gruppen, den ich heute jetzt leider nicht sehe in unserer jetzigen Kultur und unserer jetzigen Landschaft. Da geht es nur darum, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Ja. Wissenschaft gegen Alternativmedizin oder keine Ahnung, Religion gegen Wissenschaft, keine Ahnung, und Blau gegen Grün oder sonst was. Das ist ja alles Irrsinn eigentlich, statt dass man einen Konsens findet. Aber es ist eben die Zeit der Beweglichkeit, es ist auch eine Zeit, die Französische Revolution ist eine Zeit, wo große Ideen geboren werden. So wie damals Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ist diese Idee real geworden oder ist nur eine Idee, die attraktiv ist? Und ich bin ja der Meinung, so ganz real ist die nicht geworden. Also wenn man sich das anschaut, wie ist denn verlaufen und wo ist denn der Unterschied jetzt? Wenn du sagst, französische Revolution zu heute, gut, wir haben die Hungersnot noch nicht, aber wir haben finanzielle Krisen, wir haben eine abgehobene Elite, die absolut den Boden zur Basis verloren hat, meines Erachtens nach. Also die in der eigenen Blase ist, nämlich die nicht mehr die Leute führen im positiven Sinne oder inspirieren, sondern die nur mehr ja, in ihrer Blase existieren. Deshalb sind die Leute orientierungsloser, wir haben ein gespaltenes Kollektiv. Und deshalb haben wir auch diese unruhigen Zeiten. Und wenn du sagst, du bist frei, du bist kreativ und du bist selbstbestimmt, dann bist du da, denke ich, gut dabei mit dieser Selbstbestimmung. Wenn du das allerdings nicht bist und im Äußeren eine Orientierung suchst, dann gibt es da echt oft Schwierigkeiten. Und Ja, ja. klar, weil das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Die Orientierung am Außen, das ist vorbei. Weil das Außen ist Chaos, ist Konflikt, das ist Krieg, das ist unsicher, das ist der Ja. Vaterstaat wird es nicht richten. Also Ja. meine Situation, ob du jetzt Unternehmer bist oder Angestellter, der Vaterstaat wird diese Situation nicht richten. Es ist nämlich ein Konflikt, den du mit dir selber hast. Und diese ganze Scheinwelt, das zerbricht, ja. Und da ist die Frage, lässt du dich selber täuschen, dann bist du enttäuscht und dann bist du ein Opfer oder sagst du so, ich kehre jetzt nach innen und ich schaue mir das an, wer bin ich, was brauche ich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und das bringe ich authentisch nach außen. Und wenn ich jetzt Verkäufer bin und du weißt, kennst du meine Art, also meine Einstellung, jeder ist ja Verkäufer. Und wenn ich das Innerste nach außen bringe, dann bin ich authentisch und dann wird es einen Sog geben. Dann werden mich Leute finden. Dann werden mich Leute connecten, werden in Resonanz gehen. Und das erlebe ich in meinem täglichen Business immer wieder. Also wenn ich richtig bei mir bin, dann rufen die Leute an und buchen die Seminare und kaufen meine Wohnungen. Ich habe immer zwei Firmen. Und wenn ich aber wackel und wenn ich aber nicht so gut drauf bin, und das passiert auch, dann passiert gar nichts. Also dann ist absolut Ebbe und tote Hose. Und dann könnte man es mit der Angst zu tun kriegen.
Wenn man aber weiß, dass Angst eine Illusion ist vor Tatsachen, die vielleicht negativ sich auswirken werden, dann kann man das ja wunderbar eliminieren, indem man sagt, na, Moment einmal, es ist alles richtig, es ist alles gut. Und ich finde jetzt, heute, hier und jetzt den positiven Aspekt von der Situation. Dann ist nämlich kein Problem mehr. Und wenn wir aber sagen, dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem, dann bin ich so in diesem negativen Fokus drinnen, da komme ich ja ganz schwer raus. Ja. Ja. Und die Orientierung ist ja auch das Schwierige, und das ist eben auch die Falle unserer Zeit. Und das, denke ich, ist schon ein großes Problem. Das ist auch dann die Verführung natürlich, wenn man so stark auf Orientierungssuche ist, dass man dann diesen sprichwörtlichen falschen Propheten und irgendeinem Irrsinn einmal sich hinorientiert, das aber dann auch nicht stimmig ist, sondern man muss ja wirklich als mündiger Mensch lernen, hey, Moment, ich bleib bei mir und ich finde in mir diese Antworten und ich finde in mir den Weg. Und wenn man den nicht bereit ist, dann selber zu gehen, wird man halt wahrscheinlich, ja, leichter oder schneller verwirrt und auch schneller enttäuscht auch, um bei deiner Wortwahl zu bleiben, als früher. Ne? Das ist früher wahrscheinlich länger gegangen, beziehungsweise früher haben diese Strukturen wahrscheinlich auch noch mehr Haltbarkeit gehabt. Ne? Das eben so, was weiß ich, wie man verlässt sich auf irgendein Startup-Unternehmen, das super gut ausschaut, 2 Jahre und dann gleich wieder weg ist. Ne? Also diese ganzen schnellen Bewegungen von, also auch wirtschaftlich, die man da beobachten kann. Also ich denke, das ist schon ein Zeitgeist, den wir da haben. Ja? Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Also da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ma, das ist jetzt so schlimm, sondern es ist halt einfach anders. Und das sind neue Herausforderungen. Und es wird auch spannend, wie dann die zukünftige Generation, weil du hast dich ja auch beschäftigt, so viel mit so Kindern, was kann man Kindern für Tools mitgeben, ne? Also dass auch zukünftige Generationen, also was die dann brauchen, welche Rüstzeuge wir brauchen, um dann wirklich auch in die Zukunft gehen zu können. Weil wir haben, glaube ich, noch nicht die hundertprozentigen Antworten da gefunden, ne? Also die Tools, die wir den Kindern eben mitgeben können. Oder hast du da andere Ideen schon? Ja, ich habe viel, viele Ideen. Wir haben jetzt gerade mit dem Bildungsdirektionsleiter gesprochen. Wir wollen sehr viele Sachen umsetzen. Und wir machen ja auch Seminare für Eltern, die ihren Kindern was Gutes tun wollen, damit man Kinder bestmöglich fördert in ihren Talenten. Meine Idee ist die, dass wir alles haben, dass wir nichts brauchen und dass die Kinder nichts brauchen. Und das einmal zu kapieren, dass es eben nichts braucht. Es braucht eben kein Tool. Es braucht eben kein Werkzeug. Es braucht eben die Reduktion. Also zum Beispiel, dass man die Kinder einfach in Ruhe lässt, ja, und ihnen nicht sagt, wie sie was zu machen haben, sondern dass man sich von ihnen erklären lässt, wie machst denn du das? Was ist denn dein Grund? Wie siehst denn du das? Ja? Aber nicht laissez-faire, ja, sondern im Rahmen von Grenzen, im Rahmen von Bedürfnissen. Also was mir halt auffällt ist, wir haben angefangen mit diesen Kinderseminaren, das heißt fürs Leben vorbereiten. Und wir wollten was für Kinder machen, weil es mir einfach Spaß macht. Ich kann mit Kindern sehr, sehr gut und wahrscheinlich arbeite ich da meine Kindheit selber auf. Ich verstehe irgend sowas, ja. Wobei ich da sehr viel gemacht habe schon. Und wir sind draufgekommen, dass die Eltern sagen, du, ich schicke da meine Kinder. Und im gleichen Atemzug habe ich mir gedacht, Moment einmal, du brauchst das ja eigentlich, weil deine Kinder, denen fehlt nichts. Die sind ja perfekt, so wie sie sind. Was willst du denn? Ein vierjähriges, fünfjähriges, sechs-, siebenjähriges Kind ist perfekt, so wie es ist. Das braucht gar nichts. Das braucht in Wahrheit ein Verständnis von den Eltern, wie sie den Zugang schaffen zum Kind. Und da haben wir jetzt schon sehr viel gemacht. Und das funktioniert sehr, sehr zäh, weil Eltern wollen sich ja nicht unbedingt ändern. Die wollen ja meistens sagen, die Kinder sind schuld und die Kinder sind deppert und die Kinder haben ADHS und die Kinder haben irgendein, weiß ich nicht was. Ja? Also da erlebe ich und da muss ich ab, da muss ich sofort abwehren und sagen, na, dann, also das geht nicht. Weil entweder du willst dich entwickeln und du checkst, dass du in Resonanz bist mit dem Kind und das Kind 100% mit dir kooperieren will. Das ist so meine Erkenntnis aus den letzten 2 Jahren, wo wir diese Seminare jetzt auf die Füße, auf die Beine gestellt haben, dass die Kinder mit dir kooperieren wollen. Die spüren das und sie gehen in Kooperationsmodus. Und wenn du aber
nicht bei dir bist, dann werden die Kinder unsicher. Und das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern das Kind ist ja ein Mensch. Also in Wahrheit kann man ja zwei Menschen ja sehen. Und wenn der eine mit dem eh kooperieren will und der aber irgendwie unsicher ist, sich seiner selbst, ja, dann wackelt dieses Konstrukt. Beziehung nennt man das. Das wackelt. Und aus Beziehung wird ja dann leider Gottes eine Erziehung, dass der eine dem anderen sagt, ich will, dass du das machst. Weil das ist die Regel oder das gehört sich so oder was, da dabei was. Wäre ja schöner, wenn man sagt, du, pass auf, ich brauche XYZ, ich brauche Ruhe oder ich brauche Entspannung oder ich brauche Action oder ich brauche Informationen, was auch immer. Und wenn man dann das dem Kind oder dem anderen Menschen einfach ausspricht, authentisch, dann wird das Kind oder der Mensch mit dir in Resonanz gehen wollen. Das ist ein ganz was Natürliches von uns Menschen. Wir wollen ja nicht dagegen, ja. Und es braucht auch keinen Kompromiss, sondern es braucht in Wahrheit Kooperation. Und die kriegt man dann, wenn man bei sich ist und wenn man das ausspricht, was man selber fühlt, was man selber spürt. Und das trauen sich immer mehr zu. Und das ist aber ein Prozess. Das ist nicht so ohne. Also ich denke da jetzt gerade, also während du gesprochen hast, mir fällt da ein, einfach so diese Idee, dass wir ja aufgewachsen sind in einer Welt, und das habe ich auch schon so Theorien gelesen, das ist jetzt so quasi so dieses Sozialistische, und der Staat ist ja der große Vater und die Familie ist die Familie und ein Kind ist nicht mehr Sache der Gesellschaft eigentlich. Also jedes verantwortlich quasi für unsere Zukunft als Kollektiv jetzt gesehen. Also wir kümmern uns um alle Kinder, sondern wir sagen, das ist nicht mein Kind, nicht mein Problem, und ich habe dann auch quasi nichts damit zu tun. Und das bleibt immer dann den Eltern überlassen, wo es dann, habe ich gelesen, als Strukturen gegeben hat in Dörfern, wo quasi ein Kind als Gemeinschaftsprojekt gesehen wird in einem Dorf, ja, wo auch das Wort Vater anscheinend, also das Wort Onkel vom Wortstamm her, ich denke, es war im Chinesischen, älter ist als das Wort Vater. Also wo man sagt, das ist eine männliche Bezugsperson, ja, die sich halt auch um das Kind auch kümmert. Also dass das auch eigentlich mehr Verantwortung wäre fürs Kollektiv, ja, im Idealfall. Und nicht in diesen kleinen Zellen, wo es immer nur heißt, das ist meine Familie, das sind meine Kinder, und das wird dann immer kleiner runtergebrochen, bis man eben nur mehr in einer Echoblase sitzt, in einer Echokammer sitzt, wo man nur mehr dann eben das Echo vom eigenen System hat, und das wird wieder, das hallt halt wieder dann in die Generationen rein. Ja, und also so wie du das beschrieben hast, das ist wunderschön. Die Frage ist halt, wer hat welche Verantwortung? Diese Frage wird, also das ist hochkomplex, mit wem zu diskutieren, weil da gibt es ja hunderttausende Ansichten, was heißt Verantwortung? Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht oder habe mir einfach mal das Wort einmal aufgeschrieben. Das ist ja interessant, nicht? Verantwortung. Das heißt, ich habe die Antwort. Ich habe die Antwort. Das ist nicht wer anderer. Das ist nicht wer anderer schuld. Das ist nicht wer anderer deppert. Das ist nicht wer anderer an meinem Glück irgendwie verantwortlich. Das bin immer ich. Das heißt, ich bin verantwortlich, wer mich ärgert. Ich bestimme, wer mich überfordert. Ich habe das alles selber in der Hand, wenn ich die Verantwortung übernehme. Aber wenn ich sehe halt sehr viele Leute, die Verantwortungen abgeben. Und das ist dann, und das ist eine Abwärtsspirale. Auch Kinder haben Verantwortung. Also, das haben nicht die Eltern 100% immer die Verantwortung, rechtlich wahrscheinlich, ja. Aber es haben auch die Kinder die gewisse Art von Verantwortung, was sie tun, was sie sagen, was sie nicht tun. Und ich kann auch Verantwortung abgeben, dem Leben zum Beispiel, ne? Ich kann auch sagen, ich vertraue, dass das passt, ja. Also, was heißt Verantwortung? Wo ist der Beginn? Wo ist das Ende? Wie kann man klare Grenzen da setzen? Ich glaube, das wäre in jedem Team, in jeder Gesellschaft einmal zu diskutieren. Wer hat zum Beispiel die Verantwortung für seine Gesundheit? Ist es die Gesundheitsbehörde? Ist es der Staat? Ist es der Arzt? Das Krankenhaus? Hat das Krankenhaus irgendeine Verantwortung? Das sind ja alles Sklaven im System. Wobei, ich bin jetzt nicht gegen Ärzte oder so, ganz im Gegenteil. Die haben schon ihre Funktion auch und ihre Berechtigung. Aber die Frage ist halt, gebe ich nicht zu viel Verantwortung immer ab?
Und dann geht es dir schlecht, weil dann fühlst du dich immer unsicher. Und wir haben es ja mit der Verantwortung, also im familiensystemischen, also im Aufstellen, ich denke, du wirst das mit Unternehmen wahrscheinlich auch machen, ähnlich, aber in einem Familiensystem hat ja auch, also ich würde jetzt Verantwortung des Kindes, ich würde es nennen, den Platz des Kindes im System, ja, wo man sagt, das ist meine Rolle. Also ich bin der große Bruder, das ist meine kleine Schwester zum Beispiel, oder da, ich bin der Kleine und das ist der große Vater und da muss ich keine Gedanken oder Gefühle für meine Eltern tragen. Also dass das so zusammengeräumt ist, was ja auch Ziel ist, einfach dann von Familienaufstellungen, vom Systemischen, was ich bei fast jeder Sitzung immer dabei habe, weil jeder irgendwie was trägt von den Eltern, was zu einem gewissen, ja, energetischen Thema führt, ja, oder was man dann im Astrologischen dann auch sehen kann. Ne? Also das ist halt, da geht es eigentlich wirklich um diesen richtigen Platz zu haben und eben Verantwortung für die eigenen Gedanken und Gefühle. Und das, was mir noch eingefallen ist, ist eben dieses Ohnmachtsgefühl, dieses ich kann was nicht, dann wer oder was hindert dich denn daran, dass du das lernst oder dass du dich da weiterbildest in einer gewissen Sache? Nur weil ich jetzt sage, ich kenne mich mit Buchhaltung nicht aus, also das heißt ja nicht, dass das ein Buch mit 7 Siegeln ist oder dass man, das ist, glaube ich, ein Zeichen unserer Zeit, dass dieses Wissen, auch teilweise Hochschulwissen, alles eigentlich abrufbar wäre, so wie YouTube, wo wir uns jetzt unterhalten, was wir finden können an Wissen, an guten, qualitativ guten Wissen, Büchern und so weiter. Das ist ja unglaublich, ne? Also was da jedem zur Verfügung steht. Und das Ja, ist die Frage ist, ob man es wissen muss, bevor man es macht. Naja, wenn ich weiß es nicht, dann kann ich zumindest sagen, wie lerne ich es dann? Oder ich kann mich dazu aufmachen, da Erfahrungen zu sammeln, wenn ich das Gefühl habe, da hängt es bei mir. Ne? Das Ja, heißt ja und nicht, dass ich ja, alles studieren muss. genau. Ja, aber und sehr viele haben halt einfach Angst, es zu lernen, weil sie glauben, sie machen dann einen Fehler oder so. Und sehr viele wollen einfach nichts lernen. Also das ist auch, ist ja auch okay. Die Frage ist nur, wohin geht es im Leben? Nicht? Was ist der Sinn von diesem Aufenthalt hier? Nicht? Ist es diese Rolle zu haben? Ist es Geld zu verdienen? Ist es Spaß zu haben? Was ist so diese Rolle jetzt, und da werden sehr viele Firmen vor allem in ihrer Identität damit konfrontiert, was machen wir da eigentlich? Ne? Und je sinnstiftender das ist für mich, was ich mache, desto mehr Spaß habe und desto mehr ist mir das dann auch wurscht, ob das jetzt was bringt oder nicht, sondern ich mache das einfach und wenn ich das mache, dann lerne ich dazu und mache hoffentlich viele Fehler. Wenn ich viele Fehler mache, dann entwickle ich mich und dann kommen auch Erfolge auf mich zu. Also der Erfolg rennt dir dann quasi hinterher, es rennt dir dann noch der Erfolg, was immer dann Erfolg für dich bedeutet, aber lernen wäre schon gut, ja. Zumindest ein paar Grundlagen oder zumindest was Neues wieder lernen oder neu denken. Ich finde das einfach auch, das ist ja auch so, dieses Lernen, es gehört ja, also wenn ich jetzt sage, das ist der negative Teil, dieses ich weiß was nicht, ich kann was nicht, dann sich da weiterentwickeln, aber auch im Positiven ausgedrückt neugierig bleiben, offen bleiben, neue Erfahrungen zu machen, ist jetzt auch aus der energetischen Sicht das, was einen ja jung hält. Also da bin ich immer wieder frisch, da bin ich immer wieder neu, da bin ich immer wieder Novize und da kann ich dann einfach wirklich wieder ja jünger, unerfahrener sein, unsicherer sein, aber mir wieder eine Entwicklung erleben. Ne? Und ich denke, dass das schon auch in dieser Zeit, also wo man, weil wir gestartet haben mit Jupiter Zwilling, dass das in dieser Zeit, denke ich, wichtig ist, eben dieses auch die Kommunikation zu optimieren, also miteinander in Dialog zu treten, also das wieder zu lernen, wie sprechen wir miteinander, wie gehen wir aufeinander zu, um vor allem vielleicht dem anderen auch wieder einen Vertrauensvorschuss zu geben und die Skepsis ein bisschen fallen zu lassen. Dass ich nämlich nicht nur sage, ja, da ist jetzt jemand der andere und das ist feindlich gesinnt. Ne? Ja, also dem anderen etwas zutrauen, das ist schon. Aber wie soll ich dem anderen was zutrauen, wenn ich mir selber nicht zutraue? Das ist ja, die beißt sich ja die Katze dann in den Schwanz, nicht? Ich kann ja dir nur was zutrauen, wenn ich mir selber etwas zutraue, wenn ich das vorlebe oder wenn ich das lebe. Und das ist schon,
da bin ich wieder bei dem, dass ich sage, okay, bevor ich mit dir in Interaktion trete oder irgendwas dich führe oder was verkaufe oder kommuniziere, ich muss zuerst bei mir anfangen. Da führt kein Weg vorbei. Und das ist unangenehm. Das ist wahnsinnig unangenehm, weil ich müsste ja Dinge spüren, die ich nicht spüren möchte. Irgendwas, was in meiner Vergangenheit war. Und das gehört gefühlt. Weil der Träger dieser Information, also wir kommunizieren jetzt, wir beide, der Träger von dieser Information ist immer die Emotion. Und die Emotion schwingt immer mit. Und das spüren Kinder, das spüren Kunden, das spüren Mitarbeiter, das spüren Chefs. Und wenn das nicht passt, wenn das nicht in Resonanz ist, dann geht das schief, dann wird das nicht gelingen. Das heißt, es kann nur gelingen, das, was wir vorhaben, wenn wir die Dinge fühlen, die es zu fühlen gibt. Und wenn ich die wegdränge durch, weiß ich nicht, indem ich jetzt 5 Bier trinke, dann kann ich das nicht mehr spüren. Oder wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mehr esse, als ich eigentlich brauche, ja? Oder wenn ich jetzt mehr arbeite, als eigentlich gut für mich ist. Also diese ganzen Kompensationen, das ist eigentlich schädlich, weil ich kann mich dann selber nicht wahrnehmen, kann mich selber nicht spüren. Und das ist so das, was mir halt auffällt. Es gibt so zwei Lager. Die einen wollen das, die wollen sich entwickeln, die gehen durch diesen Schlamm oder durch diesen steinigen Weg. Und die anderen, die ja, verdrängen das, drücken das weg, sind in ihren Rollen drinnen. Und ich bin gespannt, wohin das geht. Weißt du, als Gesellschaft mit Firmen und ich sehe so viele Insolvenzen. Es ist ja irre. Zum Beispiel, wenn du sagst jetzt diese Digitalisierung. Nicht? Wir haben jetzt die letzten 4 Jahre, ich habe jetzt 4,5 Jahre kein Auto gehabt, einfach weil ich es erleben wollte, wie das ist. Und jetzt diese Firma, wo ich diese Autos ausgeborgt habe, ich habe so ein Tesla-Abo gehabt. Das waren 200 Teslas in Wien, die hat man sich ausborgen können. Geht man mit dem Handy hin in die Straße, borgt man sich diesen Tesla aus. Ganz günstig. Und jetzt kriege ich eine E-Mail vor 2, 3 Wochen, ja, die Firma ist in Konkurs. Ich denke mal, wie gibt es das? Wo ist die Stadt Wien? Wo ist der Staat? Wo sind die Förderungen? Wo sind die Leute, die sagen, hey, digital und nachhaltig, wobei ich weiß nicht, ob Elektro nachhaltig ist, aber es war halt cool, ich habe da mitgemacht, ja, und ich habe mir 2 Mal in der Woche so das Auto ausgepackt und dann haben wir gedacht, so, das ist doch alles, das ist doch schräg, ne? Da tanzt so mit Nachhaltigkeit und mit Elektro und Strom und Juhu und dann haben wir gedacht, okay, passt, kaufe ich ein Benzinauto wieder. Dann könnt ihr mich gern haben, alle miteinander, ja, weil da bin ich frei. Ich werde jetzt oft gefragt, ja, wie kannst du nur Benzinauto und es braucht so viel und das ist ja das und das. Sage ich, ja, erstens macht es mir Spaß und zweitens bin ich frei. Ich bin frei. Es ist genauso wie mit dem Bargeld. Nicht? Ich habe Gold unlängst umgetauscht, um mir das Auto zu kaufen, privat. Und dann sagt er, na, über 10.000 Euro muss er, weiß ich nicht, Computerscan machen, er braucht einen Pass, aber wo ich geboren bin, also die ganzen Datenabfrage. Sag ich, das ist aber schon herb für 10.000 Euro, das ist ja nicht so viel. Ne? Dann sagt er, naja, nächstes Jahr ist es schon ab 2.500 Euro. Also Sauber. man wird beschränkt, was das ist, es wird so ganz, ganz eng, so voll ist von außen. Und da denke ich mir, okay, passt, wo kann ich da, wo sind meine Schlupflöcher? Wo sind meine Ja. Schlupflöcher und wie kann ich anderen Leuten helfen, auch diese Schlupflöcher zu herauszufinden. Ich bin nicht ein Gegner vom System. Ich sage nur, man muss nur wissen, was man will. Nicht? Und man kann ja im System sein, man kann aber auch in der Freiheit. Also ich springe so zwischen den zwei Welten immer hin und her und habe einen Riesenspaß dabei, wenn ich glaube zu erkennen, dass es nur mehr diese zwei Welten geben wird. So wie in der Matrix. Da gibt es ja das Interview von Keanu Reeves, der sagt, Matrix war kein Kinofilm, das war eine Dokumentation. Ja, du hast vorher erwähnt, eben diese Betäubungen der Welt. Also, wenn man, ob das jetzt Alkohol ist, ob das Konsum ist, ob das Essen ist, zu viel Arbeit. Und wir sind ja dann doch in einer Welt, die uns ja im Überfluss eigentlich die Ablenkung oder die Betäubung anbietet. Ja? Also, ich weiß ja nicht, wie es jetzt in Wien ist, weil du bist in Wien, in Linz ist es so, dass ich an jeder Ecke, immer Marihuana rieche. Keine Ahnung warum, aber ich rieche überall, also das war ja
In meiner Jugendzeit war das so das Außergewöhnliche, ui, da kifft einmal wer. Und das kommt mir vor, ist jetzt schon gang und gäbe. Und ich kenne es jetzt auch, wenn ich mit meinem Sohn rede oder seinen Freunden rede, die sind alle so Teenies, Twents sind es jetzt dann schon. Für die ist das so, ja, da mal gekifft oder so, das ist völlig normal. Ja. Und also diese Betäubung ist ja schon auch ein, wieder, wo wir bei der Matrix sind, das ist so dieses. Bleibst du in dieser Matrix sitzen, bleibst du in dieser Betäubung sitzen oder wirst du ein bisschen wacher? Nur dann musst du halt was ändern, ne? Dass da was Ja, funktioniert. ich meine, ich find es jetzt gar nicht so schlecht, wenn das an jeder Ecke gekifft wird, weil das kann man ausprobieren, warum nicht? Das ist in Ordnung. Die Frage ist, wie verantwortungsvoll gehst du dann damit um? Nicht? Weil wenn es, also ich habe in meiner Jugendzeit auch gekifft, aber bei uns war es ja schwieriger und vielleicht auch deswegen interessanter, weil es nicht erlaubt war. Und dann erst deswegen hat man es gemacht, ja. Und wenn meine Tochter jetzt zu mir sagt, sie interessiert es mit dem Kiffen, sage ich, okay, dann zünden wir uns das an und dann schauen wir, was passiert. Und dann siehst du, dass das eigentlich keinen Wert hat. Ja? Also ich finde es gar nicht so schlecht, also es auszuprobieren und uns viele Sachen auszuprobieren und vielleicht hat sie auch was Gutes machen. Die Frage ist, wie verantwortungsvoll gehst du mit diesen Sachen um? Und Ja, ich an muss, dem, also an ich, ja, na, das ist, es ist natürlich, also ich bin da schon, ich bin da schon der Meinung, also dass dieses, also ich bin da völlig bei dir, dass ich sage, okay, wenn jetzt mein Sohn käme oder so und ich könnte da irgendwo rankommen, würde ich das auch wahrscheinlich lieber mit ihm machen als unkontrolliert, ja. Aber bei mir ist es ja so, dass ich, wenn ich jetzt so kiffe, ich spüre das bei mir 3 Tage lang im Kanal, dass die Hypophyse noch schwingt. Also ernsthaft, und das ist wurscht, was ich da nehme, ich spüre das ganz massiv. Das ist für mich der größte Unterschied eigentlich jetzt zu einem Alkohol. Also ich merke das länger und ich merke auch, ich kann mich nicht so konzentrieren. Also ich spüre das ganz massiv. Darum ist das auch was, was ich nicht tue, weil ich einfach 3 Tage nicht flach liegen möchte. Also für 2 Stunden gerade. ja, aber du Außerdem, brauchst die Erfahrung, weißt du, aber du brauchst die Erfahrung. Du musst ja. es zumindest einmal erfahren haben, dass das nicht die Lösung ist für deine Probleme, sondern dass die Lösung ist, den Schmerz zu spüren, das Gefühl zu spüren und da durchzugehen und das aus dem Ausdruck zu verleihen und sich damit zu konfrontieren und natürlich diese ganzen Störfaktoren abdrehen. Also bei uns gibt es gar kein Alkohol im Haushalt, bei uns gibt es keinen Fernseher im Haushalt, bei uns gibt es diese ganzen Sachen nicht, weil ich frei sein möchte von allen Störfaktoren, nicht? Und Ja, und das ist ja auch dieses ja. Spüren des Schmerzes, der Frustration ist ja, denke ich, auch der Änderungs, der Weg, dann etwas zu ändern. Und zwar nicht zu sagen, das System ist böse, weil es mir schlecht geht, sondern was kann ich in mir ändern, dass ich sage, ich fühle mich trotzdem gut. Weil am Ende des Tages haben wir sowieso die Arschkarte, wir sterben alle irgendwann, wir werden älter, also es wird die Energie baut, wir bauen eigentlich ab, also im Prinzip sind wir in einem permanenten wir haben eine Wachstumsphase und dann haben wir eine Verfallphase, eine mal schnellere, mal langsamere. Und mit dem sind wir sowieso konfrontiert. Da braucht man die Energie nicht darauf verschwenden, zu sagen, ich schimpfe jetzt auf ein System oder so, sondern ich muss schauen, wie komme ich mit dem klar und wie finde ich da wirklich Mut, Kraft und Klarheit. Ja? Und vielleicht auch eben eine Orientierung natürlich aus mir selber raus. Und ich denke, das ist halt so ich glaube, das ist die große Aufgabe, nicht zu verzweifeln oder wenn ich verzweifle, dann so positiv zu verzweifeln, dass ich durch diesen Druck wieder weiterkomme. Und ja, mich das dann nicht und ernst nehmen. Ich nehme doch das nicht ernst, wenn ich verzweifle. Ich nehme doch das nicht ernst, wenn ich scheitere. Ich nehme doch das nicht ernst, wenn ich gewinne. Was? Das ist ja alles nicht zum Ernst nehmen. Also das ganze Leben an sich, das kannst du doch nicht ernst nehmen. Das ist doch alles ein Schmäh, weil es ja nur darum geht, diese Gefühle zu leben und das Leben zu leben und die Sachen zu genießen auch. Und irgendwie bin ich ja froh, wenn es dann aus ist, weil wenn man das Leben ja satt lebt und voll auskostet, dann ist es auch gut, wenn es vorbei ist. Also wenn es jetzt vorbei wäre, nach unserem Gespräch, dann bin ich happy, weil dann sage ich, Moment, ich war authentisch, der Tag war halt super, ja, und ich habe alles gegeben, ich habe die besten Intentionen gehabt, die waren nicht immer erfolgreich, aber ich war in gewissen Bereichen erfolgreich. Und wenn ich diesen Muskel so aufbaue, diesen mentalen Muskel so aufbaue,
dann werde ich erstens einmal 70% der Zeit happy sein und 70% oder 51% der Zeit erfolgreich sein. Und einen Wert stiften bei meinem Gegenüber oder in meiner Gesellschaft oder in meinem Tun. Und dann ist das eine super Geschichte, was sich hier Leben nennt. Ja, der Humor ist ja natürlich eine der großen Befreiungsstrategien auch aus diesem Druck raus. Und das ist ja auch was, ich denke, was Essentielles. Ich könnte jetzt auch nicht ohne dieses, ja, ohne den Humor und die Freude auch an allem, weil wie gesagt, ernst, wenn du dich selber zu ernst nimmst und wie du sagst, Erfolg oder auch Scheitern, nämlich beide Pole, nicht nur sagen, ah, das Scheitern ist das Drama und der Erfolg ist super, sondern ist ja beides ein Gaukelspiel und beides genauso veränderlich wie das eine wie das andere. Das ist Der ja Erfolg das. ist noch der größere Gaukel, weil durch den Erfolg lernst du ja leider nichts. Das ist ja das Problem. Durch Genau. meine Erfolge habe ich nichts gelernt. Ich habe nur gelernt, wann es nicht funktioniert hat, um dann größere Erfolge einzufahren. Ja, genau. Und das Ma, ist eigentlich, ja. ja, das ist eigentlich so diese, das ist, denke ich, auch so eine gute Tendenz der Zeit. Da sind wir jetzt hingekommen, eben auch dieses trotzdem das Humorvolle, weil wir ja beweglich sind, wir sollen uns diesen Humor bewahren und etwas nicht zu ernst sehen. Und da bin ich eben bei jedem, der immer Krise schreit und es wird alles schlimmer und es wird alles ernst und mit dieser Angstmache, ja, die ja auch herrscht, immer wieder mit die nächste Krise an die Wand malen und da kommt etwas daher und da passiert was und Krieg und was weiß ich was. Da muss man ja wirklich. Ich finde halt, dass die Welt immer schon gebrannt hat. Auch wenn man sich Schlagzeilen anliest von vor 100 Jahren, könnten die jetzt genauso in der Zeitung stehen. Also da ändert sich ja nichts. Das ist immer, das Außen ist immer Leid, die Welt ist immer in Flammen, ja, auf der einen Seite. Oder du sagst, die Welt ist gut, wie sie ist. Rein aus dem Jüdischen her. Ja, hat Gott gemacht, also ist die Welt gut. Punkt. Ja, weil Gott gut ist. Und Ja, das es kann man. ist ja, die Welt, aber diese Bewertung ist ja komisch. Ist sie gut oder schlecht? Ich brauche doch keine Bewertung. Für mich habe ich das immer so, wenn ich jetzt lese oder höre, ja, Krieg und die Leute jammern und da und dort und ich spiele nicht mit. Was? Ich spiele nicht mit. Ich bin nicht, erstens einmal bin ich meistens nicht der Meinung, wie alle anderen irgendeiner Meinung sind und ich spiele nicht mit, weil das Spiel heißt nämlich, Mensch, ärgere dich nicht. Und sehr Ja. viele Menschen wollen sich ärgern, damit sie keine Verantwortung übernehmen müssen fürs eigene Wohlbefinden. Also ich spiele nicht mit. Das ist immer so mein. Und ich frage mich immer, ist das meins? Gehört das jetzt zu mir? Nicht? Mach mal Kerz zu mir, dann muss ich mir das anschauen, muss ich das lösen, muss ich Verantwortung und mach mal, muss ich es nicht. Und die Frage ist, spiele ich jetzt mit? Na, ich gehe einfach nicht hin. Ich gehe nicht hin zu diesem Fußballspiel, wenn du das so sehen willst. Nicht? Ich gehe nicht hin zu dieser Wahl. Ich gehe nicht hin zu dieser Impfung. Pandemie. Ja, sobald ich gehe nicht hin, ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Ich bin aber nicht böse, wenn das irgendwer jetzt macht oder so, der kann das ruhig tun, aber es betrifft mich, das meiste betrifft mich ja nicht. Und wenn ich das check, dass mich das meiste nicht betrifft, sondern mich betreffen meine Gefühle, meine Interpretationen, wie ich das wahrnehme und was ich daraus mache, das betrifft mich. Weißt, und was ist da? Ich komme immer wieder zu dem selben. Was ist der Sinn von diesem Leben? Was ist der Sinn von diesem Aufenthalt? Der ist sinnlos. Es gibt keinen. Das ist ja das Schöne. Und deswegen kann ich es nicht ernst nehmen, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Es bringt eigentlich nichts, außer dass man es lebt, außer dass man es fühlt, außer dass man sich jetzt einen Spaß macht, weil das ja so cool ist, irgendwie dann doch das Leben. Nicht? Das Leben ist eigentlich voll lässig. Die Frage ist, wie man das sieht. Ja. Und ich sehe das so. Ich sehe das, es ist das größte Geschenk. Es ist voll cool. Man kann wahnsinnig viel machen. Und wenn wer sagt, ja, das ist aber schlecht und das, sage ich, ja, das ist so, richtig. Und weiter? Was haben wir? Was machen wir jetzt? Also der Sinn kann quasi nicht vom Verstand her begriffen werden oder erlernt werden, sondern der Sinn liegt im Erleben und in der Erfahrung. Kann man das so sagen? 100%. 100%. Mach's trotzdem, das ist so mein Spruch in den Seminaren, weißt du, ruf trotzdem an, geh trotzdem hin, frag trotzdem, also ruf,
die Leute scheitern jetzt am Telefon, nicht, und sagen, na, der hebt nicht ab, weil du einmal angerufen hast, hebt er nicht ab, nicht, oder weil du dreimal SMS geschrieben hast oder viermal eine E-Mail. Na und, geh trotzdem hin, es ist eh schon wurscht, weil nichts ist ja schon, nicht? Es ist eh schon nichts, das Leben, es ist eh schon nichts, also mach es trotzdem und probier es aus und schau das, und wenn du diese Einstellung hast, dann kommt ums Eck, kommt irgendeine eine Situation, mit der du nie gerechnet hättest, die du aber unbewusst wahrscheinlich immer wollen hast oder gebraucht hast, wie auch immer. Nicht? Und das ziehst du dann an. Und wenn du diese Einstellung hast, das heißt, meine Arbeit ist, wenn ich so nachdenke, ist eine Einstellungsarbeit. Das heißt, ich helfe den Leuten, dass sie sich besser zu sich stehen können, sich einstellen können und die Perspektive einfach anders zu sehen. Und ich glaube, das ist das große Thema. Wie ist deine Haltung zu dir, zu deinem Produkt, zu deinem Leben, zu deiner Familie, zu deinem, was du tust? Und wie siehst du das? Und ich glaube, wir werden von außen immer negativer gepolt, immer negativer in eine Richtung gedrängt. Und da spüle ich nicht mit. Das spüle ich nicht mit, weil das ist zu schade, die Zeit. Es wird ja das Korsett eigentlich immer enger, was wir denken, fühlen sollen und wie, was richtig und was falsch ist. Wir kriegen ja schon alles oktroyiert. Also wir kriegen ganz klar vorgekaut schon, wie was richtig ist, was gut ist, was böse ist, was denkt. Das kriegen wir, dieses Korsett wird ja enger. Auf der Ja. einen Seite. Und auf der anderen Seite ist aber eben genau dieses Befreien so leicht und so möglich wie noch nie zuvor. Also wir haben ja beide Pole. Also wir haben diese Enge, aber wir haben die Weite eben auch. Und da gefällt mir, dass diese Sinnsuche, dass man sagt, das Leben hat in dem Sinn, also etwas flapsig ausgedrückt, es gibt keinen Sinn, sondern erlebst. Also das ist ja eigentlich ein super Motto auch für diese Zeit jetzt, finde ich. Also dass man sagt, leb sie durch, erleb sie. Ja? Und die geht ja eh so schnell vorbei. Wir sehen es ja eh, wenn wir drüber nachdenken, 2020 bis jetzt, sagen wir nicht, dass das lang war jetzt und alles steht Kopf. Also ich weiß nicht, wie es das du empfunden hast, aber das rast ja sowieso dahin. Ja, ich habe da sowieso keinen Zeitbezug bei solchen Sachen. Für mich ist eher das interessant, was du dann gesagt hast, man kann alles sein, nicht? Es gibt diese Polaritäten, das ist auf deiner Seite ist eng und dann kann man alles sein. Ich bin eben nicht der Meinung, dass man alles sein kann. Auch durch diese Digitalisierung und durch diese Genderei. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles sein kann. Weil das ist die große Täuschung dann. Und dann ist man enttäuscht, weil ich kann in Wahrheit das sein, was ich bin. Die Frage ist, was bist du? Wer bist du? Was brauchst du? Was hast du für einen Charakter? Was hast du für Geschichte? Ein Coach von mir hat einmal gesagt, es gibt keine Zukunft ohne eine Herkunft. Also sich einmal zu beschäftigen, wo kommt man her? Was sind die Themen gewesen in meiner Familie, in meiner Ahnengalerie? Was waren die Themen? Was haben die versucht zu lösen? Was haben sie gelöst? Was haben sie nicht gelöst? Und wo geht die Reise für mich hin? Da gibt es meistens so einen roten Faden und man kann eben nicht alles sein, sondern man kann das sein, wo man selber Talent hat, wo man Potenzial hat, wo man selber eine Neigung hat, wo man selber einen Spaß hat. Und da geht es schon darum, ehrlich zu sein zu sich selber und zu sagen, Moment, ich kann kein Marathonläufer sein, auch wenn es mir die Digitalisierung vorgaukelt, wenn ich einen Filter drüber legen kann. Ich bin nämlich ein Sprinter und kein Marathonläufer, ne? Oder umgekehrt. Ja. Und ich glaube, wir bescheißen uns da sehr viel durch diese, dass man alles sein kann. Ja, ich meine, kannst du wirklich alles sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst das sein, was in dir drinnen ist, ne? Ja, ich glaube, also ich bin auch davon überzeugt, dass man, und das sieht man ja auch im Horoskop, es gibt gewisse Anlagen, die man hat und aus manchen kommt man dann nicht raus. Ja, also das ist halt einfach so der Punkt, nicht weil es alles das Schicksal vorherbestimmt ist, aber es gibt überall diese Grenze und das Leben ist begrenzt und es gibt eine Einschränkung, was ich jetzt auch nicht negativ sehe, sondern ich sage, okay, man hat seinen Platz, man hat da seine Wurzeln, so wie du sagst, auch bei der Ahnenforschung, ja, da kann man super erleben, wie du sagst, die Themen. Ja, war schon jemand in meiner Familie mal in der Existenz bedroht, zum Beispiel. Ja? Und erlebe ich jetzt die Muster wieder, weil ich das so drinnen habe? Oder gibt es da Vertreibungen? Gibt es da Drogenmissbrauchsgeschichten, Gewaltgeschichten in der Familie. Und das setzt sich ja dann fort und das lebt. Und wenn man das weiterlebt, gibt man es weiter oder man löst es halt dann auf. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte auch. Und ich glaube schon, dass diese Freiheit, also
Ich denke schon, dass uns die Technologie, die moderne Zeit uns eben Freiheiten bietet mit dem Büro in der Handtasche über Mobiltelefon und so, also im Positiven, wo ich sage, drum wird das sehr viel mehr möglich oder Homeoffice, was ja wahrscheinlich früher undenkbar gewesen wäre. Also da gibt es schon ganz tolle Möglichkeiten. Die Entkopplung der Zeit und des Raums eigentlich, so wie wir uns jetzt, du sitzt in Wien, ich sitze in Linz, wir unterhalten uns, wir haben ein Gespräch, wir sehen uns auch, ja, wir interagieren miteinander. Also das ist ja eigentlich, heben wir dadurch so den Raum auf, ja, also zwischen uns. Und das ist schon eine Freiheit, die so nicht möglich war vor ein paar, also vor einigen Jahren. Gut, da hätte man vielleicht telefoniert oder gefaxt, aber trotzdem. Und das ist schon eben ein Zeitgeist, denke ich. Und von daher rührt das auch, dieses alles, man kann alles, sagen wir mal so, du kannst alles in deinem eigenen Rahmen sein. Ich glaube jetzt jemand, der, was weiß ich, dem beide Beine amputiert wurden, das wird halt eben kein Sprinter mehr werden, aber der kann in seinem Rahmen immer noch zufriedener werden als jemand, der noch beide Beine hat, sage ich jetzt einmal, Ja, und ja. ich glaube, das ist genau der Punkt, weißt, wenn ich dir so zuhöre, dass da alles möglich ist und digital und wir können da den Raum aufheben, finde ich das super, ich mache überall mit. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass genau diese Grenzen eben diese Sicherheit geben. Also das Limitieren, wenn ich einen Raum limitiere, gibt es enorme Sicherheit in diesem Raum. Da bin ich erst draufgekommen, wie ich mich mit diesem Beziehungsthema beschäftigt habe, mit meiner Tochter zum Beispiel, dass ich da eine Beziehung haben möchte. Und wie gelingt Beziehung gut? Ja, indem ich ganz klare Grenzen setze. Das ist mein Bereich, das ist dein Bereich, das brauche ich, das brauchst du. Zum Beispiel, wenn du sagst, es wird jetzt alles digital, nicht in der Kommunikation, was hat denn dann ein normales physisches Gespräch für einen Wert? Das hat ja dann einen viel einen höheren Wert als dieses Digitale, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen ganzen Tag vor dem Computer sitze, dann hat das Gespräch eigentlich nicht so einen großen Wert, weil dann kann ich ja dann das abarbeiten. Das wird dann schon interessant, wenn ich dann physisch bin. Ich merke es bei meinen Seminaren, ich mache ja keine Online-Seminare. Und wenn ich bei den Seminaren bin, die Teilnehmer sagen jedes Mal dasselbe, es ist so anders, es ist so viel besser, es ist so viel wahrhaftiger, man spürt so mehr, man spürt den Menschen mehr, wobei ich dich jetzt auch spüren kann, ja, in dieser Kommunikation. Aber ich glaube, ein persönliches Gespräch, physisches Gespräch mit Menschen wird eine ganz neue Qualität, haben und wertvoller sein. Und wahrscheinlich wird man dann Geld verlangen können dafür. Und man wird sich auch, denke ich, dem Zeitgeist entsprechend nur mehr mit Menschen treffen, wo eben dieser Fluss da ist, dieser persönliche Austausch, sage ich jetzt mal. Also wo ich Ja, sage, weil okay. ich glaube, in Zukunft wird es sicher so sein, dass du im Schwimmbad bist und ich führe dieses Gespräch mit dir so online und es merkt keiner einen Unterschied. Ja? Außer du merkst einen Unterschied, weil du das spürst und weil du das fühlen kannst. Nicht? Und ich bin, da spüle ich auch nicht mit. Also ich glaube, wir Menschen brauchen Menschen und vor allem Dingen, welche Diskussion ich vermisse mit dieser ganzen KI und dieser Digitalisierung ist, was kann denn der Mensch besser als die KI? Diese Diskussion führen wir nicht. Die KI kann das und die KI kann das und jede Woche kann es Ja. was besser und ChatGPT, wir nutzen das auch super lässig, cool. Nur, was kann denn der Mensch besser als die KI? Ich meine, ich vermisse diese Diskussion. Kann der überhaupt noch irgendwas, der Mensch? Oder ist der eigentlich eh nur was so aus wie ein Roboter? Also Ja. wir können was besser als die KI. Wir können Mensch sein, das kann die KI nicht. Und das wäre halt schon cool, dass man sich mal da überlegt, was ist einzigartig an mir, an meiner Person. Nicht? Ja, das kann man duplizieren und also Und das ist es kann eine KI nur wie Elvis Presley sein, weil es einen Elvis Presley gegeben hat, ne? Und der war halt ja, einmal genau. authentisch. Und der kann, also da kann die KI vielleicht so sein wie die Beatles, wie Elvis Presley, wie Rolling Stones, um Musik zu nehmen, Ja. oder kann einen Ja. Film wie Steven Spielberg machen oder Anderson, Thomas Anderson, ist ja ganz egal. Aber das sind halt originelle Leute und das kann KI nicht. Ja? Definitiv nicht. Und darum ist dieses Sein Original, denke ich, ganz ein guter
dem Zeitgeist entsprechen, sein Original, weil sonst bist du Durchschnitt. KI-Nutzer sind dann durchschnittlich, weil die KI den Durchschnitt nimmt. Also nimmt von der Masse das raus, ne, und macht einen Brei. Also was gibt's da? Aber richtig Ja, kreativ und die wirst KI du. hat halt kein Gefühl. Die KI hat kein Gefühl. Und bevor die KI jetzt irgendwas überlegt und künstlich intellektuell da irgendwas macht, wenn du das menschliche Gefühl anzapfen kannst, deines, dann hast du das ja viel schneller als jede KI zu Papier bringt und den Computer schreibt. Und das ist schon was, wo ich merke, da gibt es Nachholbedarf. Dass man seine eigenen Talente schleift, dass man das eigene Gefühl schleift, dass man sagt, okay, ich bin eigentlich besser als ein Computer. Ich bin eigentlich ein besserer Computer. Mein Immunsystem ist das beste, durchdachteste Ding. Mein Körper, meine Biologie ist einfach perfekter, als jeder Computer sein kann. Und in Wahrheit will der Computer sein, ja, wie wir. Und nicht wir wollen so sein wie der Computer. Ich denke, da werden wir einfach noch einmal so eine Wellenbewegung erleben, wo es eher runtergeht, wo man sagt, man verlässt sich nur auf das, bis dann wieder mal etwas Neues, Kreatives, bis wieder Ideen dann en vogue werden, sagen wir mal so, oder das Kreative en vogue ist. Ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall, es soll ja nicht das Mensch sein, es kann das Mensch sein, nicht ersetzen, in keinster Weise. Es ermöglicht Dinge und das ist eben wie mit jedem Tool, denke ich, geht es darum, das verantwortungsvoll zu verwenden, wie ein Küchenmesser. Ja. Also in welchem Rahmen verwende ich das? Ja. Aber Oliver, was glaubst du, was deine Community oder deine Gefolgschaft, was die brauchen? Was sind so die Themen von deinem Publikum? Also ich merke halt auf jeden Fall, also ich werde extrem viel mit Erschöpfung konfrontiert, jetzt wieder mit Ängsten und Erschöpfung. Also das ist massiv gestiegen, Ängste, Erschöpfungen und mit teilweise menschlichen Dramen, wo man sich dann denkt, gibt es denn sowas noch? Also das ist teilweise so grotesk, höchst dramatisch, aber groteske Umstände, die sich dann fügen oder Zufälle, wo auf einmal, keine Ahnung, sich Telefone einschalten und die Frau dann hört, weil sich das Telefon eingeschaltet hat, dass der Mann betrügt oder ein Vertrag auf einmal da liegt, der nicht da war. Also solche Fügungen gibt es enorm viel jetzt auch. Also das merke ich auch. Und ich glaube einfach, dass das Bedürfnis, das ist eben dieses eigene, den eigenen Energiehaushalt in den Griff zu kriegen, sich selbst im positivsten Sinne zu motivieren und eben auch wirklich sich. Ja, du hast die Reduktion angesprochen, sich zu reduzieren und zwar in diesem Digitalkonsum zu reduzieren, wieder ein Gespür für sich zu bekommen, der Körperlichkeit, besser wieder sich reinzufühlen und auszusteigen aus diesem wahnsinnigen Hamsterrad. Also so das Leben eigentlich, ich sage den Leuten immer, ja, das Leben ist Tetris spielen. Du kannst halt nicht einmal ins Fitnessstudio gehen und dann nie wieder. Das hört halt nicht auf, da kommt es wieder weiter. Das ist, du musst da jeden Tag die Zähne putzen. Ja? Das machst nicht einmal. Du musst jeden Tag wieder putzen oder Wäsche waschen oder so. Und das sind so das sind so eigentlich diese Basisthemen, diese Wurzelchakra-Themen, über die man nicht nachdenken soll. Darum ist das wirklich eher so am Hintern und wenn du über das nachdenkst, da frustriert man sich sehr. Aber viele Leute hängen da so drinnen in diesem, ich kann jetzt nicht mehr schon wieder Zähne putzen und so. Die beschäftigen sich mit Dingen, die eigentlich, über die man nicht nachdenken sollte. Und über das, was nachdenken sollten, meiner Meinung nach, ja, tun es dann nicht. Ja. Nämlich, wie werde ich glücklicher, wie werde ich freier, wie kriege ich mehr Energie? Ja. Bin ich überhaupt glücklich? Weil ich stelle mir jeden Tag die Frage, ich sage zu mir selber im Bett, wenn ich aufstehe, guten Morgen, Oliver, wie geht's dir heute? Wie hast du heute geschlafen? Frage ich mich selber. Und dann habe ich gleich einmal so ein Feedback. Und dann bin ich schon einmal froh, weil ich zumindest mit wem aufstehe, der mir zuhört. Cool. Und das funktioniert aber. Das heißt, hey, wie geht's dir denn? Was ist denn? Hast du Stress? Warum hast du einen Stress? Wie hast du geschlafen? Was ist? Also und so ein Interesse an sich selber zeigen und da kommst du eh drauf. Ja? Also ist für mich zumindest so ein Tool. Ja? Dass man mal da ein bisschen in sich reinkommt. Und ja, da sind die Leute leider, also viele Klienten
leider stecken dann wirklich, und das ist, was ich vorher gemeint habe, diese Strukturen in den alten Strukturen. Wir haben ja die Struktur im Positiven, also die Reduktion gibt auch Sicherheit, klar, die Grenze gibt Sicherheit, aber in dieser Last, in diesem Druck stecken da ganz viele drinnen und die werden halt dann einfach mit Ängsten konfrontiert, weil sie merken, es geht sich was nicht mehr so aus, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Und ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Es geht sich was nicht mehr so aus, wie es sich früher mal ausgegangen ist. Ja? Und ich denke mal, das ist super, dann lasse ich das einfach los, dann kommt was Neues. Ja, das wäre die Lösung. Ja? Das wäre die Ja. Lösung. Und ja, also und darum denke ich, das ist halt einfach das Zeichen wenn ich sage, die Zeichen der Zeit, ich meine, man hört das ja überall, aber dieses Wandels, dieser Beweglichkeit. Und ich denke einfach nur, es geht wirklich darum, da auch beweglich zu sein. Und alles, was dir immer wieder hochstößt, dann schau es dir an, löse es entweder oder integriere es neu. Also es so gibt ja nichts anderes. Also das hat vielleicht noch Platz in meinem Leben, aber nicht mehr dort, wo es gestanden ist. Ja, stelle ich es in ein anderes Regal symbolisch. Oder halt einfach, das soll jetzt gehen, das kann jetzt gehen, das darf jetzt gehen. Ja. Und da habe ich ein Bonmot gelesen auf wie heißt der Twitter von Instagram? Heißt der Threads? Weiß ich nicht. Was der Twitter-Ding für Instagram, die haben jetzt auch so ein Messenger-Ding, ist ja egal. Auf jeden Fall ist da so gestanden, also warum verblühst du nicht in meinem Herzen und gedeihst in einem anderen neu? Und das habe ich recht schön gefunden, weil das einfach so emotional wirklich so das eigentlich recht hübsch und schön und nett und poetisch zusammenfasst, wo ich sage, was nicht mehr der Platz hat, das soll einfach. Das hat einen Platz woanders, ja, in einem anderen Milieu und das passt ja dann auch zu dir. Oder auch eben dieses Bild, dass man sagt, naja gut, dasselbe kochende Wasser macht Eier hart und Spaghetti weich. Ja. Also das Milieu, es kommt immer darauf an, was willst du erreichen und dann suchst du dein Milieu bitte nach dem aus, was dann auch passt. Und das, denke ich, ist schon das Bef braucht Mut, den Willen und den Mut, denke ich auch, dass man da losgeht. Ja? Würde ich jetzt mal sagen. Schön, schön. Kennst du das Toyota-Prinzip? Ja. Wir haben schon mal, aber er sagt es noch einmal. Also, ja, also wir Das haben schon mal. Toyota-Prinzip, das ist, wir wenden das privat und beruflich an. Das ist so toll. Immer wenn du glaubst, du hast ein Problem, nicht? Versuche das Problem nicht zu lösen, weil du kannst es nicht lösen. Das Problem löst sich von selbst. Du selbst kannst das Problem nicht lösen, weil sonst hättest du es ja schon gelöst, nicht? Und die meisten fangen dann an, nachzudenken, wie kann ich das Problem lösen? Das geht so leicht nicht. Und es gibt ja viele Menschen, die haben ja jahrelang Probleme. Oder in Firmen gibt es immer wieder dieselben Probleme. Ne? Und da gibt es das Toyota-Prinzip. Das ist basierend auf der Familie Toyota. Die haben diese Leitsätze, diese drei Hauptleitsätze in der ganzen Produktion, in der ganzen Haltung, in der Linie, wie sie heute halt diese Autos machen. Und sie waren ja sehr, sehr erfolgreich oder sind es immer noch, wie sie diese Firma führen. Und diese Grundsätze sind japanische Grundsätze. Erstens, wenn du ein Problem hast, versuch das Problem nicht zu lösen, sondern räum auf. Das heißt, aufräumen, Kleiderkasten, aufräumen, Prozesse, aufräumen, Freundschaften, aufräumen, wegschmeißen gewisse Dinge, die du nicht mehr brauchst. Ne? Wir sind jetzt gerade übersiedelt und haben fast den ganzen Keller haben wir verkauft, auf will haben. Nicht? Alte Sachen von den vom Kind, eure Jacken, die Leute zu verschenkt haben es teilweise. Ja? Also es war extrem befreiend. Also räum auf. Und erst wenn du aufräumst, dann siehst du natürlich, vielleicht hast du gar kein Problem mehr, weil vielleicht hast du das Problem auch mit weggelöst. Ja? Erstens, wenn du dann immer noch ein Problem hast, versuche nicht das Problem zu lösen, sondern verstärke das Problem, um nicht das Problem zu lösen, sondern die Ursache zu sehen, warum das Problem überhaupt da ist. Also verschärfe das Problem. Ich habe einen Inhaber gehabt von einer Vertriebsfirma, der hat gesagt, ja, ich habe fünf Verkäufer, die taugen nichts. Ja? Das ist mein Problem. Und er hat mich angerufen und ich sollte die trainieren, dass sie dann wieder performen. Und ich habe gesagt, ja, bist du sicher, dass das die Ursache ist, die Verkäufer? Hat er gesagt, ja, sag mal's du. Dann habe ich mir die Verkäufer angeschaut und habe gesagt, du, das wird nichts. Also ich kann die auch nicht trainieren, weil die freut das gar nicht. Die sind fehl am Platz. Die wollen das eigentlich gar nicht verkaufen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich machen? Ich kann nicht meine ganzen Verkäufer raushauen. Sag ich, doch, hau's raus.
Ja, aber was wird denn dann passieren mit meinem Vertrieb? Er war ja kein Vertriebler, er war Techniker. Und habe ich gesagt, naja, schauen wir mal, was passiert. Die Ursache wird klar werden. Das heißt, wenn du ein Problem hast und du glaubst, das Problem sind die Verkäufer, änder nicht die Verkäufer, sondern mach das Problem noch größer. Hau die Ja. gleich alle raus. Die waren irrsinnig dankbar, weil die mussten den Job nicht mehr machen. Die haben sich dann einen anderen Job gesucht und sind dann viel erfolgreicher geworden und haben dann viel mehr Spaß gehabt. Und der Inhaber von der Firma hat gesagt, Scheiße, ich muss jetzt anfangen, das zu verkaufen. Ich muss jetzt anfangen, das zu verstehen. Ich muss jetzt eine Ausbildung bei dir machen. Hat eine Ausbildung bei mir gemacht, hat das alles verstanden, hat das selber übernommen, die Verantwortung. Hat gesagt, ah, okay, jetzt weiß ich, was die Ursache von unserem Problem war. Das war nämlich die Produktion, das war nämlich das Marketing, das war nämlich die Haltung vom Chef, dass die anderen das machen sollen. Und er hat nicht die Verantwortung. So, jetzt hat er wieder 5 neue Verkäufer dann eingestellt und diese Firma hat ihren Umsatz verzehnfacht in 6, 7 Jahren. Ja? Ja. Und das war ziemlich eindrucksvoll, das war ziemlich eindrucksvoll. Und er sagt, ich wollte nie Verkäufer werden, aber jetzt bin ich halt Verkäufer und ich kann den anderen sagen, was sie zu tun haben. Und er ist draufgekommen, dass die Verkäufer nie das Problem sind, sondern immer der Chef, der den Verkäufern sagt, was sie zu tun haben. Und das dritte Prinzip beim Toyota-Prinzip ist Verschwendung vermeiden. Also jeder Prozess, jedes Ding, jeder Bleistift, du siehst zum Beispiel, wir sind jetzt gerade umzogen, Verschwendung vermeiden, wir hängen da nicht einmal Bilder mehr auf, ja? Jetzt gerade, weil es eine Verschwendung wäre, weil wir wüssten nicht, was wir jetzt einfach nur so, das dauert vielleicht jetzt ein Jahr, bis wir da was hinhängen. Also Verschwendung vermeiden in jedem Prozess. Brauche ich das neue Hemd? Brauche ich das neue Auto? Oder geht der alte auch? Oder fahre ich vielleicht U-Bahn? Oder fahre ich mit Zug? Oder muss ich zum Friseur gehen? Ja? Ich denke mal das jetzt gerade. Muss ich zum Friseur gehen? Na, jetzt gerade ist also. Du wirst merken, dass du sehr viele Dinge nicht brauchst, wo du glaubst, die brauchst du. Und dann bist du in der Fülle und nicht mehr im Mangel. Weil wenn du in der Fülle bist, dann wirst du immer glasgeführte Entscheidungen treffen. Wenn du im Mangel bist, das glaubst du, hast irgendwas zu wenig, dann wirst du immer irgendwas anhäufen oder ja, komische Entscheidungen treffen. Kann man sich kaufen, das Buch The Toyota Way. Der Toyota-Weg gibt es Bücher, YouTube-Videos, ganz, ganz toll. Es sind immer diese drei Grundsätze, die Ja. könnten einem helfen, wenn man glaubt, man hat ein Problem. Ja, das sind ja super, das sind ja schon mal coole Tools und bin gespannt, wenn es wer ausprobiert, also probiert es aus, schreibt es in die Kommentare, ob ihr schon da Erfahrungen gemacht habt oder selber das Buch gelesen habt, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das sind auch gute Abschlussworte. Also egal, ob man sich dem Ganzen jetzt vom Toyota-Prinzip her nähert, vom astrologischen her nähert. Wir sind in Veränderungen und wir brauchen einfach, wenn wir es noch nicht haben, dann sollten wir uns auf die Suche nach Lösungen machen. Und die Lösung liegt ganz klar aus meiner Seite auch immer in dir. Das ist nichts, was ich jemanden herzaubern kann. Wird vielleicht freigelegt oder bewusster gemacht, aber es ist immer schon im Klienten drinnen. Ja, und vielleicht ergänzend, ich brauche die Lösung nicht unbedingt selber erfinden, sondern die Lösung kommt zu mir. Genau. Also auch Vertrauen, dass das etwas im Fluss ist und in Bewegung ist. Und so schnell, wie sich jetzt momentan alles bewegt, ist sowieso von heute auf morgen immer alles anders, würde ich sagen. Ja, Markus, wie kann man denn die, ich schreibe es eh unten noch in der Beschreibung, dann rein in die Description, aber wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Homepage oder können wir was einblenden? MarkusKutscheber.com. Passt, Da ich ist schreibe das eigentlich noch. alles und wer von mir was braucht, wird mich finden. Sehr schön, wunderbar. Ich schreibe es noch einmal rein. Bei mir natürlich auch dasselbe, entweder hier auf YouTube oder unter rni.com ohne Vorname. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir es wieder geschafft haben, Markus. Also war wieder ein cooles Gespräch und ja, ich hoffe natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Mir hat Spaß gemacht, vor allem mir hat Spaß gemacht, wie diese etwas theoretische astrologische Welt doch sehr praktisch sein kann.
Das ist ja, denke ich, das Wichtige. Ich glaube, es geht ja darum, dass man sagt, das muss ja wohl das Leben, die Astrologie, also meiner Meinung nach, hat ja den Anspruch, das Leben darzustellen. Ja? Und deshalb muss ich ja diese astrologische Sprache auch möglichst konkret übersetzen können, sonst macht ja das keinen Sinn, ja? Außer auf einer fachtheoretischen Ebene. Und ich denke, das ist wie bei jeder Mystik, die muss ja irgendwo den Menschen dort abholen, wo er steht. Und das muss ja auch verständlich gemacht werden können. Und ich denke, dass passt so ganz gut zusammen und darum, mir taugt es ja recht, also das Astrologische generell. Ne? Und wird es auch immer spannend. Ja, Gutes sehr gut. Gelingen weiterhin. Ja, ebenso. Ich wünsche dir auch alles Gute, eine gute Zeit, gutes Fertigräumen dann noch bei dir vom Umzug Ja. her. Und danke, dass du dennoch die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst wieder. Ich sage mal Tschüss aus dem Gerne. wunderschönen Linz und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao, ciao.